Hallo und herzlich willkommen Leute zu dieser kleinen Runde Minecraft 1v1 auf den Gomade.net Server. Und ich würde sagen, wir sehen uns nach dem Intro gleich wieder. Bis gleich. Ja, heute habe ich mal, wie gesagt, ein paar Themen anzusprechen. Und das erste Thema ist Combo. Hui. Das erste Thema ist dieses Thema Killer Clowns. Ich weiß nicht, ob es euch auch so geht. Ich weiß auch nicht, wo ihr wohnt. Ich weiß aber, dass ich früh in die Schule gehe. Wenn ich da im Dunkeln laufe, dass mir dann schon so ein bisschen Muffensausen ist. Denn es ist halt dunkel, Leute. Und das ist früh. Und da wischt ihr, was abgeht. Oh, die Kombos, Alter. So, und ja. Aber ich wollte heute mal so sagen, was meine Meinung dazu ist. Und ich finde es einfach zu krass. Ich finde, dieser ganze Hype ist auf YouTube ist einfach zu hoch. Die Leute nehmen das zu ernst. Es wird zu häufig irgendwie, ja, das ist halt einfach richtig kacke. Und das, jetzt haltet euch fest, nicht jeder weiß es, aber diese ganze Scheiße basiert auf einem Film. Ja, Leute, auf einem Film. Ihr habt's richtig gehört. Da haben schon wieder irgendwelche Leute gedacht, ja, Mensch, ey, lass das mal nachmachen. Das wird sicher witzig, wenn man mal so richtig so Schüler aus der ersten, zweiten oder dritten Klasse. Die sind halt von 5 oder 6 bis 8. Leute, überlegt euch das mal in diesem Alter. Und auf einmal steht so eine gruselige Gestalt vor dir. Was lernst du dann für dein Leben, dass man nie wieder rausgeht? Denn wenn dann wieder so ein Ding vor dir steht, ja, dann weiß ich wirklich nicht, was man dann noch machen will. Aber ja, heute soll es nicht darum gehen, dass ich sage oder dass ich euch lehre. Nein, ich will heute einfach mal meine Meinung sagen und die ist, dass dieser ganze Scheiß zu krass gehypt ist. Also, dass alles zu doll ernst genommen wird, dass wirklich das zu schlimm ist. Und jetzt ist ja auch bald Halloween. Denn, ja, ich glaube, das ist dann zu Halloween noch krasser. Aber ich will euch ganz kurz erklären, für die, die es nicht wissen, was in dem Film so passiert. Geht es einfach darum, dass da so ein Clown ist, der, oder da gibt es so einen Tag von, ich glaube, von 19 oder 21 bis 7 Uhr früh. Ist alles erlaubt. Da ist das Töten nicht verboten, da ist das Drogen verkaufen und so, also alles, was halt irgendwie schlimm ist, das wird da nicht bestraft. Und die Leute denken, das ist jetzt einfach nicht so. Obwohl, ganz klar, obwohl man eigentlich weiß, dass sowas nie sein wird, weil sowas einfach nur scheiße ist und die Leute, die sowas machen, bestraft werden müssen. Aber die Leute nehmen diesen ganzen Kack hier zu ernst und deswegen, ja, wird das auch zu hoch gehoben. Aber, ich wollte heute nur mal ganz kurz sagen, was meine Meinung dazu ist und, ja. Aber das ist jetzt erstmal meins. Ich will jetzt auch nicht die ganze Folge damit verbringen. Ich kämpfe jetzt noch ein, zweimal. Und ich habe noch ein zweites Thema. Vielleicht hat man es gehört, meine Audioqualität sollte ein kleines bisschen besser sein. Neues Headset, ja. Mal schauen, wieso meine Audioqualität jetzt hier ist. Ich höre es mir dann eh mal an. Aber ich finde, wie gesagt, diesen ganzen Kack wird zu hoch genommen. Und Leute,
ganz kurz abschließende Worte hier. Ich bin zwar jetzt unsichtbar, jetzt bin ich wieder sichtbar. Ich wollte noch sagen, ich sitze seit... Wir haben jetzt 17.31 Uhr. Und ich sitze seit 2,5 Stunden. Genau, seit etwa 2,5 Stunden. Vor dem PC. Ja, und was mache ich? So, die 2 Stunden probiere ein Video aufzunehmen. Ich will jetzt nicht sagen, dass ihr mich alle abonniert sollen, aber dieses Mal würde ich mich wirklich über ein Like oder ein Abo freuen. Denn, ja. So, Leute. Dann hoffe ich, es hat euch gefallen. Schreibt mir mal eure Meinung zu diesen Killer Clowns in die Kommentare. Und dann, bis zum nächsten Mal. Ciao.